Hallo erstmal, total recht herzlich seid ihr begrüßt bei Alarm für Cobra 11 und meiner einer hier springt in den Dress von Erdogan Atalay direkt rein hier. Cobra 11, ich kann euch nur empfehlen, solche Sachen, solche T-Shirts, Hats etc. pp. Wer wirklich ein Fan ist, kann sich das sicherlich auch mal leisten oder er trägt es halt gern, weil er demonstrativ zeigen möchte, dass er ein Alarm für Cobra 11 Fan ist. So, ich als euer Administrator von der Gruppe, ich hatte einen Recall mit Action Concept. Es ändert sich was, es ändert sich viel, verdammt viel, ja, ist halt so. Es steigen viele aus, richtig, jetzt fängt man nicht an zu weinen, es wird ja erneuert, Pia Stutzenstein ist ja schon da. Ihr habt ja schon gesehen, ihr wart ja schon dabei, ihr habt die ganzen Aufnahmen in Wilsberg ja schon gesehen, im Sauerland, im Hochsauerland, im Brilon, also Bestwig besser gesagt, im Bestwig, nicht Brilon, im Bestwig auf der Autobahn und so weiter. Also Pia hat sich vorgestellt, Pia hat sich ins kalte Wasser gestürzt, Semir Gerkan hat sich ins Wasser gestürzt. Sonntags könnte er dann immer bei einer gewissen Show Erdogan Atalay als Semir Gerkan auf der Straße abrollen, sogar mit seinem Sohn, sogar mit einem Bobbycar unterwegs, mit einem Blaulicht etc. und pp. Also bei einer, glaub mal, Hillshow, ne? Da, ja, ihr wisst schon. So, warum bestehe ich heute vor laufender Kamera? Ganz einfach. Erstens steigen dort viele aus, das ist richtig, Alarm für Cobra 11 wird erneuert. So, aber heute, da die auch wirklich mal dabei waren, ihr merkt schon, ich habe hier was in der Hand, da waren wirklich welche bei, die möchte ich also auch mal begrüßen. Also, diese Herrschaften waren also auch schon mal bei Cobra 11. Dieser Herr hier macht Kompasserie und die drei von der Bank aus Ostfriesland. Zum Beispiel, die ich total recht herzlich auf diesem Wege grüße. So, was haben wir denn hier noch alles? Da haben wir noch alles. Ne, das Studio, das tun wir mal weg. So, dann haben wir hier die ganzen Herrschaften, die bei Cobra 11 Nummer die Nummer 1 waren und immer noch sind. Ja, einmal der Nils Kerwin als Freund, ne, H-Punkt Freund, ja, hat Mut Freund. Dann natürlich Semir Gerkan als Atalay, ja, das bleibt ja Erdogan Atalay. Ja, und der Ausstieg von Daniel Rösner halt, hier ist er nochmal, der Ausstieg von Daniel Rösner nochmal. So, es sind noch andere da, die werden demnächst, und deswegen stehe ich heute vor dieser Kamera. Ah ja, der junge Mann, der war nur ganz kurz da, der Frank Wendler, und für ihn mache ich ja auch was. So, dann habt ihr ja ein bisschen Hintergrundinformation. Warum mache ich heute die Sendung? Ich mache heute die Sendung, weil im ganzen Netz waren riesige Aufrufe, dass bei Cobra 11 sich was verändert, ist richtig, und war alles wieder weg. Ja, also morgens früh stand da alles, ich wollte gerade lesen, schwupp, alles weg, alles weg. So, einige von euch haben es recherchiert, einige von euch haben halt das Bild reingesetzt, wo schon ein paar Kreuze sind und ein Fragezeichen. So, in Rücksprache mit einigen, ja richtig, einige, die nach über 30 Jahren dort tätig, steigen aus. So, da ich einen Anruf bekommen habe, auch von Action Concept, die Susanne hatte mich angerufen und hat gesagt, du, da verändert sich alles und so, sei bitte vorsichtig und so weiter und so fort. So, also, bei Cobra 11 ändert sich eine Menge. Es wird aufgepeppt. Es wird für eine neue New Generation konzeptioniert. Und deswegen stehe ich jetzt hier, Old Generation, seit 1996, Fan von diesem hier. Meine lieben Freunde, wenn wir etwas mögen und es läuft, dann soll man es laufen lassen. Dass die Verantwortlichen, die damit Geld verdienen, ein neues Konzept auf den Weg bringen, sollen wir ihnen verzeihen und verziehen haben, dass sie das machen und getan haben und was weiß ich nicht. Wisst ihr auch warum? Die müssen damit Geld verdienen, wir nicht. So, deswegen stehe ich jetzt hier als Admin, als Verantwortung für den Club. Wir haben ja diesen Alarm für Cobra 11 Club Freundeskreis. Wir haben ja diesen Freundeskreis gebildet. Wir sind ja jetzt brandneu und sind schon über 120. Ja, so, und da habe ich ja noch gewitzelt gehabt. Ne? 110, derjenige da war ja schon mal für die Polizei. Und dann derjenige für 112, habe ich ja auch schon gewitzelt für die Feuerwehr. Und jetzt sind wir schon über 120.
120. So, über 120, wer jetzt 120 anruft, weiß ich nicht, wo ihr da landet. Seelsorge vielleicht, ich weiß es nicht. So, wir haben 16 Bundesländer und in 16 Bundesländern läuft diese Serie. Egal, wen ich anspreche, ob mein Schwager oder Kunde, die kennen sich aus, die schauen Cobra 11. Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei. Oder, ja, so viele tragen so einen Hut hier nicht. Aber ich trage es gern, weil es warm wird. Mir macht Spaß, auch das T-Shirt. Ich habe schon mal erwähnt, das T-Shirt kann ich hier nicht tragen, damit ich durchsiehe. Ich habe es einmal gemacht, wisst ihr noch? War so ein Beitrag da und dann hat das ganze Green da angefangen zu spinnen. So. Ich bin hier in meinem Studio. Das nannten wir schon vor vielen Jahren Studio Lustig, weil wir an sich lustig unterwegs sind. Und deswegen stehe ich jetzt noch einmal vor dieser laufenden Kamera, um zu verkünden, dass wir kein Geld nehmen, weder für die Autogramme der genannten Schauspieler, ja, wir nehmen auch kein Geld dafür, wir machen das ehrenamtlich, wir zahlen das hier, wir kriegen das nicht geschenkt, wir bestellen es, wir zahlen es, wir tragen es, so, wir stehen auch dazu, wir wollen mit Cobra 11 kein Geld verdienen, das sollen die Schauspieler, das soll Action-Konzepten, das soll RTL, weil das gehört denen, wir sind nur Fans. Wir mögen dieses Schauspiel, wir mögen den Nils, wir mögen den Atelier, wir mögen an sich alle. So. Und ich möchte heute nochmal verkünden, da ich ja nochmal mal betrogen wurde, hier stand jemand, der nannte sich von Google, und wenn Google da vor einer Theke steht, ein Vertreter von Google, was nachher sich herausstellt, dass es kein Vertreter von der Firma Google war, sondern Eigenbrötlerei da. Aber naja. Einige wissen ja darüber Bescheid. So, es geht um 360 Grad. Es gibt Firmen, die einem das Geld aus der Tasche ziehen mit Lug und Betrug. Und passt an sich hier zu Cobra 11, denn ich springe jetzt auch in diesen Lug und Betrug und werde die Lügner und Betrüger da jetzt mal, ne, kräftig auf die Füße treten. So, mal schauen, was da rauskommt. Ich lasse euch daran teilhaben. Ja, jeder wird hier auf irgendeine Art mal betrogen. Also wie gesagt, auf der einen Seite gibt es einen Verein da, der 100 Euro nehmt für so eine Karte. Ja, ich weiß nicht, ob ihr da 100... Also, noch einmal. Wenn ihr sowas hier bestellt, bekommt ihr vom Erdogan eine Autogrammkarte. Ja, wenn ihr so einen Hut bestellt oder ein T-Shirt bestellt, bekommt ihr eine Autogrammkarte. So. Habt ihr sozusagen bezahlt. 39 oder 49,95 fürs T-Shirt, 69 oder 65, je nachdem, für dieses Hut. Ja, so. Ihr zahlt es, bekommt es. So. Auch, wie gesagt, Frank Wendler, ja, auch Frank Wendler, das ist kostenlos, so, wenn da ein Clip ist. Aber, da hat er recht, wenn der Beauftragte für seine Lieder, ja, Geld nimmt, ist richtig. Das ist ja auch ein Künstler, der davon lebt. So, die anderen leben ja von der Serie, die werden von der Serie bezahlt, Action-Konzept angestellt und Action-Konzept bezahlt das Ganze. Auch Pia Stutzenstein ist eine Angestellte des Hauses Action Konzept. So sieht's aus. So, ja, das Problem ist halt, alles unter einem Hut zu bekommen, auch die Nachrichten zu verarbeiten. Noch einmal, ich begrüße total und recht herzlich die Maya Eichholz und natürlich die Anita Med. So, und natürlich Semir. Bleiben wir mal bei den Originalnamen. Nils und Erdogan. So. Und natürlich alle anderen, die dazugehören. Natürlich auch Hermann Joha von der Firma Action Concept. So, dann auch den sogenannten Geschäftsführer der Gruppe RTL, der dafür komplett zuständig ist. Also wie gesagt, RTL, Action Concept, haben für das Jahr 2020 Alarm für Cobra 11 geändert. Es sind andere Darsteller da. Viele sind, worum es ja geht, ist, 1996 war alles in Brandenburg. Da hatten ja auch die rote Karte, ne? Da haben immer die rote hochgefahren und so. So, und danach wurde ja geändert. Ist die Dienststelle ja sozusagen Düsseldorf, Köln, wenn man da mal genau zuhört. Ja, gut, auch das, auch die KTU jetzt, ist von Action Concept zum MMC-Studio nach Köln umgesiedelt worden. Auch das habt ihr ja wohl mitbekommen, wo Erdogan plötzlich da die Decke da ein bisschen kaputt gemacht hat, weil er ein bisschen übermütig war. Also ich finde, er ist ja momentan im Phantasialand unterwegs, macht da einen auf China und andere Sachen. Der kleine
korrigiert ihn dann immer, wir sind nicht in China, wir sind im Fantasieland. Ich finde das super toll. Er hat seinen Sohn auch eingebunden bei der sogenannten Rolle, ne, wie er da abgestürzt ist bei der Martina Hill Show. Ne. Ja, ist halt so. Ich finde es super toll. Ist ein toller Schauspieler. Ich sehe ihn gern. Ich sehe alle gern. Wirklich alle sehe ich gern. Auch Tom Beck mit seiner Musik und das alles. Und demnächst die Dani-Darstellerin im Theater ist sie dann. Wenn ich Zeit habe, werde ich auch zu Köln reisen, mich ins Theater setzen und mir das anschauen, was sie da bieten. So, ich gehöre nun mal hier in den Stadtkreis Essen an der A40 am Rhein-Ruhr-Zentrum. Zweimal abbiegen, seid ihr hier im Studio, Studio Lustig und so weiter. So, hier wird natürlich streng gearbeitet, streng nach Vorschrift, weil der Kunde ist der Boss, nicht wir. Wir sind nicht der Boss. Der Kunde ist der Boss, wie bei RTL der Boss ist und auch Herr Joa der Boss ist von Alarm. Ne? Cobra 11 / Action Concept. So, das sind alles Firmen, wie wir eine Firma sind, und jede Firma ist für sich und jede Firma ist für sich verantwortlich. So. Dass wir Vertragspartner sind von Amazon und von Google, das ist ja was ganz anderes. Viele sind Vertragspartner, weil sie da ihre Werbung schalten. Wir sind also kein Vertragspartner bei Facebook, da haben wir auch keinen Kontrakt gestartet. Deswegen sind wir ein bisschen merkwürdig, wie Google hier an der Theke gestanden, sich als Google vorgestellt und uns dann viel Geld aus der Tasche gezogen und wir seit genau 8 Wochen weder was sehen, weder was hören. Also haben wir uns da mal vorgestellt und schwuppdiwupp hatten wir eine Rechnung von 800 Euro. Ja, so kann es gehen. Pro Woche 100 Euro, so ungefähr. Hammer. Echt Hammer. Aber egal, wir kämpfen dran, die Kündigung ist raus und wir arbeiten dran, dass solche komischen Firmen da nicht weiter irgendwelche Leute abzocken. Und ich stehe heute auch vor dieser laufenden Kamera, weil auch einige Fangruppen von diesem Alarm für Cobra 11 da ihre Fans abzocken. Ja, ich meine, Autogrammkarte, ich gebe doch keine Autogrammkarte hier 100 Euro. Ich meine, ich mag Wendler zum Beispiel, den habe ich ihn da noch. Ich mag den Nils Corvin, ja, aber ich gebe doch jetzt keine 100 Euro für Nils Corvins Dingsbums oder für Daniel Rösner, ja. 100 Euro, meine lieben Freunde. Oder einladen, ja, einladen zu Conventions. Zu Alarm für Cobra 11 Conventions, da soll man Geld mitbringen. Meine lieben Freunde, Cobra 11 gehört uns nicht. Cobra 11 ist ein Freundeskreis, der in 146 Ländern diesen Freundeskreis hat. Und jetzt kommt's, in der Türkei ist der größte, ja, also die verehren den Erdogan Atalay. Das ist halt so. So, da ist der größte Fanclub aller Zeiten in, ja, in dem Land der Länder da, ne? Sichelmond und so. Ja, also wie gesagt, 146 Clubs gibt's, Fans weltweit, und wird auch in 146 ausgestrahlt. Das ist halt so. So, ich spreche heute aber etwas global, setze also diesen Videoclip wieder überall ein, nicht nur hier auf dieser Seite. Wir begrüßen natürlich alle Fans, die da mitmachen. Ich finde das super toll, und ich finde auch super toll, wenn er mich hier besucht im Studio, wenn er mich auch im Geschäft besucht. Ich finde es wirklich klasse, mit euch zusammen zu arbeiten. Also noch einmal, Anita und Maya, das sind Spitzenreiter, Nils sowieso als Schauspieler und Erdogan als Schauspieler. So, die anderen Schauspieler kommen und gehen. Der Daniel, der schwirrt jetzt irgendwo rum, spricht hin und wieder und sagt guten Tag und das war's. Das ebbt so ein bisschen ab. Und alle anderen, da ebbt es auch so langsam ab. Ich habe jeden Tag mit Schauspielern zu tun. Ich habe jeden Tag mit Künstlern aus allen Sparten zu tun. Deswegen ist es nicht so einfach, eine Sendung zusammenzubauen, dass es passt. An sich müsste ich ganz viele machen. Ja, einmal krass Schule RTL 2. Auf dem Weg begrüße ich natürlich die Darsteller, ist klar. Ja, dann auf diese Seite RTL mit Alarm für Cobra 11. Ja. Und dann noch dieses Studio Lustig, was schon immer läuft, wo Persiflage und wo Spaß und wo Martin Binias, der jetzt auch eine Agentur hat, oder ja, halt, ja, etliche, ich will jetzt nicht alle nennen hier, aber war eine Menge, ach ja, Monte, den darf ich ja nicht vergessen, ne? Frank Montenbruck, der bei Rösner da den Türsteher macht, ist klar, auch Schauspieler ist auch klar, und auch Nils geholfen hat,
Auch klar. Ne? Also Monte ist bekannt, wie alle anderen auch. So. Jean-Claude Van Damme, da bin ich auch ein Diamond, aber Jean-Claude Van Damme ist nun mal Hollywood. Er ist so weit, weit oben, ist eine ganz andere Fakultät. Und alle, die damit zutun, Sly zum Beispiel, Monsieur Stallone, ne? Oder Arnold, und das hat hier, versteht ihr, das passt irgendwie nicht. Ich meine, das ist eine andere Baustelle. Und ich muss zusehen, ich habe ja jetzt die Baustelle mit Frank Wendler, ja? Dann die Baustelle mit den ganz, ganz, ganz Großen, die ich gar nicht nennen darf, weil das darf ich nicht. Punkt. Aber sind da, die hängen hier an der Hall of Fame. Also darum geht es zum Abschluss. Also wir haben jetzt hier die Hall of Fame. Wir haben das Studio Lustig, wo gearbeitet werden kann, jeder für sich etc. pp. Jeder, der ein Entertainer ist, der singt, der spricht oder stunt oder keine Ahnung, was hier alles schon gemacht worden ist. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass im Jahre 2020 wirklich alles sich ändert. Sogar hier. Demnächst ein Wahnsinns-Fotostudio. Ja? So ähnlich wie Picture People. So die Firma Picture People, da hatte ich auch mal was mit zu tun. Die gibt es aber auch so nicht mehr. Es gibt da ein Franchise. Jeder kann das da umbauen. Ja? Picture People, ihr kennt es. Sicherlich in jedem Center irgendwo steht so ein Laden, wo man reingeht, sich fotografieren lassen kann. So, das ist hier auch. Wir sind aber nicht Picture People, sondern wir sind Studio Lustig. Und daran müssen wir auch arbeiten, dass wir den Namen vielleicht ändern, weil die Leute irgendwie nicht verstehen. Vor allen Dingen die älteren Leute, die aber auch keinen Plan haben vom Netz, vom Internet, vom World Wide Web. Wir gehören zu Foundation, World Foundation, ja, Sir Berners-Lee. Das ist Amerika. Er ist der Urvater von 1989, des Ganzen hier. World Wide Web. So, zum Beispiel. Nennt sich For the Web. Kann jeder mal reinspringen, sich anschauen, was da abgeht. So, es wird gearbeitet an einem neuen World Wide Web. Ob das Sir Berners-Lee in den Weg kriegt, weiß ich nicht. Er arbeitet schon sehr lange dran. So, und dann haben wir, wie gesagt, das neue, die neue Ausrichtung bei Cobra 11. Das wird neu. Müsst ihr euch dran gewöhnen. Ist halt so. Es steigen also viele aus. So, im Recall mit Nils haben wir uns geeinigt, dass ich natürlich als Admin sicherlich irgendwann mal, hier kannst du raushauen. Ne? Dann und das ist wirklich, dann und das wird gemacht. So, ab jetzt Montag, den 27.10.2019, gehen die Dreharbeiten weiter. Die hatten alle eine Woche frei. So, Nils hat an seinem Auto geschraubt, seiner Sauna-Aktion da, gehört auch so einer Film-Action-Sache an. Er war da am Arbeiten und so weiter. Hat sich also auch ausgeruht. So. Genau. Atelier Monsieur war mit seinem Sohn im Phantasialand und hat viele Actions gemacht. Ja, hat da so richtig sich mal belustigen lassen mit seinem Sohn. So, das hat auch viel Spaß gemacht, es zu sehen. So, wir werden irgendwie beschallt. Wir werden ja auch informiert und wir müssen gucken, ob das alles stimmt. Also es steigen einige aus, das ist richtig. Es gibt auch welche, die nach 31 Jahren dort aussteigen. Da ist vieles, was da ausgestiegen ist. Aber ihr seht ja, es wird ja weitergebaut. Es ist nur eine andere Crew, andere Regisseure, ein anderes Studio. Aber es ist RTL. RTL ist der Boss und Action Concept ist auch der Boss. So, und dann die ganzen Stunt-Teams sind ja auch alle für sich, sind ja alle selbstständig, so wie wir jetzt hier selbstständig. Wir sind auch eine selbstständige Truppe von über 120 Personen. So, und wir machen das auch selbstständig. Aber wir werden nicht so hergehen, hier Autogrammkarten verkaufen. Wenn wir Autogrammkarten bekommen und wenn wir gefördert werden, werden wir diese Förderung entgeltlos auch weitertragen. Ja? Sollten Schauspieler Interesse haben, irgendwann mal hier zu stehen und irgendwann mal was zu machen, dann machen wir das auch. Ja? So, aber entgeltlos. So, das war meine Laudatio zur Sommerwende. Ne? Wir haben ja die Sommerwende, meine Ladies and Gentlemen, wir haben von 3 auf 2. Einige von euch haben ja eine Stunde länger gefeiert heute Nacht und sind dann dementsprechend auch so aufgewacht. Ne? Das haben wir, ja, das haben wir auch vor sehr langer Zeit auch gemacht. Wirklich, wir haben bis Punkt 3 Uhr morgens was gemacht und dann haben wir Süffinan die Uhr zurückgestellt auf 2 Uhr. Dann haben wir nochmal eine volle Stunde bis 3 Uhr morgens durchgehauen. Ja, und danach waren wir auch platt, waren wir auch müde und kamen dann zu spät zur Arbeit. So, einige konnten heute nicht. Heute Morgen
musste Frank Wendler zur Arbeit, haben wir um 8 Uhr gefragt, mal, stimmt die Uhrzeit? Ja, sagt die Uhrzeit, stimmt. Alles klar. Ne? Weil einige kommen dann wirklich nicht mit klar, denken auch nicht daran, dass man die Uhr umstellen musste, weil auch Detlef Scholzen hatte Probleme bei Krassschule, RTL 2, sage ich, nein, alles richtig, ne? Ist klar. So, den begrüße ich auch auf diese Weise. Er ist momentan in einer Schlafabteilung. Da muss was nachgesehen werden, weil einige an Schlafstörungen leiden. Oder Schlafapnoe, wie das heißt. Gibt es einige, die da Probleme haben. Dann müssen die in ein sogenanntes Schlafstudio. Und dann werden die da überwacht, was da mit dem Schlaf sein könnte. Warum sind da Aussetzer? Und so weiter und so fort. So, ihr seht, das sind die News. Hier heute mal, weil es waren viele News, weil da steigen welche aus. Richtig, bis jetzt sind es 5 Personen, die da aussteigen. Einige wusste ich ja schon, weil ich ja verdonnert bin zu schweigen. Ja, stimmt das, wo die Kreuze sind? Ja, die steigen aus. Jetzt zu den Nörglern, meine lieben Freunde. Seit 1996, wo das in Brandenburg war, wo die roten Ausweise hatten. Und wie die andauernd ausgetauscht wurden, ja, hat auch keiner gemeckert. Ja, die wurden da ständig ausgetauscht, auch schon Seemir. Der war 96 mit seinem Hünneken da, Rambo, und dann war Rambo weg, ne, und so. Aber Erdogan ist geblieben als Seemir Gerkan. So, Punkt. So, und die anderen sind halt dazugekommen, einige sind sogar erschossen worden, die können nicht mehr zurückkommen. Einige wurden dann plötzlich, waren die wieder da. Ich meine, du bist gestorben, ne, versteht ihr? Alle guckten dann, ne. So, solche Sachen kann man ja. Also, diese Serie lebt ja davon. So, jetzt wird sie erneuert. Diese Serie wird erneuert durch Pia Stutzenstein. Pia Stutzenstein als und so weiter. Die werden sich ran, da wird schon Dialoge, Monologe, Prologe, werden da irgendwelche Abfolgen sein, aber egal. Das, was Pia gesendet hat, war ja schon sehenswert. Auch wie sie in die Wasserfluten mussten. Ja? Wie die halt auch im Sauerland gedreht haben auf dieser Autobahn. Ja? Und wie gesagt, es ist ja vollkommen in Ordnung. Es ist ja nur mal eine actionreiche Serie. So wie viel die noch durch die Gegend werfen werden, weiß man nicht. 7000 Autos, 500 Liter Kunstblut etc. Da kann irgendwann mal 10.000 Autos gewesen sein, 1000 Liter Kunstblut, wer weiß. Wir wollen hoffen, dass es weit über 25 Jahre weitergeht. Und jetzt zum Schluss, alle Freunde, die jetzt nörgeln, alle, die jetzt sagen, wie, da ändert sich was. Wie, da steigen fast jetzt auf einen Schlag 5 Leute raus. Nach und nach. So, 5 Leute sind weg. Sie sind schon weg. Ja, die Serie läuft und die neue kommt im Neujahr 2020. So, es ist eine Serie, die uns unterhalten soll. Es ist eine Serie, die wir einschalten und schauen. Einige bei TV Now und einige halt bei RTL. So, es macht Spaß. So, ganz, ganz wichtig. Für RTL und für Action Konzept, gut, da ist in der Mitte Quotenmeter. So, und wir hoffen jetzt, und auch ich, euch animieren zu können, Cobra 11 ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Sich das anzuschauen, was es ist. Eine geniale Unterhaltung mit genialen Schauspielern, die uns wirklich für 45 Minuten bannen am Fernseher. So, wir sehen 45 Minuten Cobra 11 ab morgens bei TV Now im Voraus. Oder halt auf DVD, ja, einige haben auch Blu-ray und so weiter und so fort. Meine lieben Freunde, das macht doch Spaß, oder nicht? Ich glaube, ich habe lange genug gequatscht dafür und ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten und habe euch gut motiviert und habe euch jetzt auf die New Generation auch animiert, da die DSDS-Leute, die ja so nach und nach reinrauschen bei Cobra 11. Also wie gesagt, es ändert sich alles, es wird verändert. Ja und? Ist auch okay. Ohne Veränderung läuft ja nichts. Komm, meine lieben Freunde, keiner von euch isst von morgens bis abends Linsensuppe oder so. Jetzt hört mal auf damit, ja. Oder Currywurst. Keiner von euch isst den ganzen Tag Currywurst, ja. Also, Abwechslung muss sein. Und Cobra 11 bleibt Cobra 11. Der Hauptdarsteller ist da. Die Hauptdarsteller sind da, ja. Und der ganze Flair ist ja auch da. So, und dann, wir wollen ja Action. Ja, in welcher Serie sehen wir so viel Action, so viele Explosionen, ja? Und so viele Tricktechnik, die wir gar nicht bemerken, ja? Wir denken immer, die sitzen da irgendwo, nee, sitzen sie nicht.
Die sitzen dann in irgendeiner Greenbox und die werden dann da eingeschnitten, verkleinert oder vergrößert oder auf ein Podest gesetzt. Da haben die nie gesessen. Aber egal, das ist ja das Schöne an dieser Illusion, die da stattfindet. Also ich bin totaler Fan, sonst würde ich das nicht tragen. Ich stehe dazu. Wie gesagt, T-Shirt ist schon da, also Langarm. Für den Sommer brauche ich noch einen Kurzarm. Und meine Hoodies hier, die mich warm halten. Ich muss halt diese Farbe tragen, weil die anderen, sonst bin ich durchsichtig. Ich habe alles schon getestet. So, ich begrüße euch total recht herzlich bei RTL 2, Krass Schule mit Detlef Scholzen. Ich begrüße euch total recht herzlich bei RTL, Alarm für Cobra 11 mit Erdogan Atalay als Semir Gerkan, Hartmut Freund als Nils Körbin als und diverse anderen. Ja, ich muss jetzt stoppen. Ah ja, doch, Pia Stutzenstein. Keine Ahnung, ob die Susanne, Sabine, keine Ahnung, was sie aus ihren Namen da machen, weiß ich nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie sie sich da vorstellt, ob sie mir damit einverstanden. Aber ihr habt ja gesehen, ja? Es wird sie verabschiedet und so weiter. So, ich will jetzt nicht zu tief da rein, weil ich ja, wie gesagt, bis zum Schluss schon alles weiß und kenne. Bin ich leider zum Schweigen verdonnert und ich schweige auch. Aber ich wollte wenigstens eine Sendung machen, damit ihr seht, dass im Jahre 2020 irgendwas kommt. Ich jongliere noch. Ich jongliere noch und ich weiß nicht mit was. Weil, wie gesagt, Frank Wendler, ja, dann Krass Schule und hier Alarm für Cobra 11, das sind drei Baustellen. Ob ich diese drei Baustellen in einer Baustelle, weiß ich nicht. Versuche ich, ich arbeite dran. So wie meine Kollegen dran arbeiten, da Action Concept und die anderen Kollegen von RTL und vor allen Dingen die ganz anderen YouTuber von Tube One und vom Webdia. Also Tube One ist die Hauptfirma einer Werbe und so weiter. Und dann die Influencers. Ne, nebenan habe ich ja eine, die Kosmetik macht und das alles. Ja, so auch gestern bis spät abends gearbeitet. Ja, sie grüße ich natürlich auf dem Weg auch, ist klar. Also ich habe viele Influencers, die hier arbeiten. Vor laufender Kamera darf ich nicht zeigen, das ist das Eigentum derer. Die machen da viele Sachen. So, ich habe jetzt meine eigene Sendung. Ich bin da. Und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich bedanke mich jetzt wirklich bei allen, die jetzt ausgeharrt haben und mir zugehört. Wie gesagt, es war wieder eine Menge los. Also einmal eine Urlaubssequenz, da wurde an dem Saunawagen gearbeitet, da war Phantasialand, da Krass Schule, hatten Urlaub, drehen jetzt wieder neu. Ja, wie gesagt, hier waren irgendwelche Vereine, die da für eine Autogrammkarte 100 Euro haben wollen. Krass, krass, krass. Also hier ist alles kostenlos. Ja, also kostengünstig vor allen Dingen, kostenlos auch. Die Arbeit muss Spaß machen, das muss euch Spaß machen. Wenn wir zusammen vor laufender Kamera, muss das Spaß machen. Ich bin jetzt nicht ein Typ, der sagt, da muss unbedingt Geld fließen. Nein, nein, nein. Die Kunden wissen Bescheid. Das sagt das Wort schon, Kunde. Ja, jetzt muss ich nämlich dringlich nach Hause, ich muss arbeiten. Ich habe nämlich einen Auftrag, den ich erfüllen muss. Der wird nämlich morgen abgeholt. So, meine lieben Freunde, das ist halt so. Das hier ist Vergnügen, das ist Spaß bei Cobra 11 vor der Flimmerkiste zu sitzen als Flimmer 1, der flimmert sich 1. Das macht richtig tierisch viel Spaß. So, aber dann gibt es halt noch Beruf, das muss getrennt werden. Das Problem ist Beruf und Hobby. Hobby und Beruf ist ein und dasselbe. Wie soll man das trennen? Außer da wird man bezahlt und da wird man nicht bezahlt. Das ist die Trennung. Ist halt so. So. Ja, und man wird natürlich verkackeiert. So wie diese komische Firma, die sich als Google ausgegeben und gar nicht Google ist. Ne? Panelokel. Panelokel. Könnt ihr mal reingeben. Naja, 360. Naja, komm, forget it. Jedenfalls die Kündigung ist raus, meine lieben Freunde. Und da wird sich noch eine Menge ändern. Also, ne, auf jeden Fall.